Attack, das bedeutet so viel wie Angriff, Offensive, Eingriff. Man könnte auch Krawall und Protest hineininterpretieren. Und das war auch gewollt, als sich die Bewegung 1998 in Frankreich gründete. Seitdem vereint Attack Kritiker der Globalisierung in aller Welt. Das Netzwerk organisiert Kampagnen, Aktionen und Demonstrationen. Das Ziel, eine bessere, gerechtere Welt. An diesem Wochenende findet in Berlin ein großer internationaler Attack-Kongress statt. Party total ist ihre Sache heute nicht, auch wenn sie die Mittagspause sehr leger angehen lassen. Fast 2000 Teilnehmer hat der Attac-Kongress an diesem Wochenende nach Berlin an die Technische Universität gelockt. Jenseits des Wachstums, unter diesem Motto, diskutieren sie hier. Es geht um den Zwang der Wirtschaft zu wachsen, die Probleme, die das schafft, und natürlich um Alternativen. Schwere Kost, aber das erwarten die Kongressteilnehmer auch. Ich studiere Maschinenbau. Und ich möchte Nachhaltigkeit, und zwar die richtige Nachhaltigkeit, mit in meine Arbeit einbinden. Ich bin noch relativ jung, da ist da einiges noch nachzuholen an Wissenszuwachs. Mich interessiert vor allem Konzepte wie das Grundeinkommen zum Beispiel. Ich denke, dass wir an einem Punkt sind, wo es so grundsätzliche soziale Veränderungen, die stehen an. Und ich bin sehr interessiert daran, mitzuwirken in der einen oder anderen Form. Aus ganz Deutschland und auch dem europäischen Ausland sind sie nach Berlin gereist. Von den etablierten Parteien sind die meisten enttäuscht. Sie wollen selbst etwas verändern. Wirtschaftswachstum als Allheilmittel gegen ökologische und soziale Probleme. Dieses Rezept funktioniert nicht mehr, so die Veranstalter. Naja, die ökologische Frage ist ja weltweit gesehen auch eine soziale Frage, weil darunter, unter den Folgen von unserer Wirtschaftsweise, unter den ökologischen Folgen, leiden ja ganz konkret Menschen. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist die Veränderung, die wir brauchen, auch Veränderungen in der sozialen Struktur unserer Gesellschaft sind. Und es nicht reicht, eine andere Technik hier, Steuereinreize da, damit werden wir diese Probleme nicht lösen können. 70 Veranstaltungen, darunter auch Kunstaktionen wie eine fiktive Schnitzeljagd durch Berlin, hat das Globalisierungsnetzwerk organisiert. Viele junge Teilnehmer nähern sich Attac erstmal vorsichtig. Wenn ich auf Demos bin, sehe ich immer welche. Ich kenne Attac gar nicht so besonders gut. Also man kennt es aus den Medien. Sonst war das für mich jetzt mal eine gute Möglichkeit, sie kennenzulernen. Ich kenne Attac aber auch nicht super gut. Also ich habe dadurch Netzwerke, erfährt man ja immer von Veranstaltungen. Und dann brauchen auch die neuen Weltveränderer mal eine Pause vom Diskutieren. Selbst die lange Schlange zum natürlich vegetarischen Essen verdirbt die friedlich lockere Atmosphäre nicht. Manch älterer Teilnehmer aus dem alternativen Spektrum lächelt beseelt. Ach ja, fast so wie früher.